Ja, Geburt ist, glaube ich, ein großes Abenteuer für die, die kommen. Wenn ihr sagt, das ist meine Geburt, dann ist das eigentlich gar nicht so. Das ist die Geburt eures Kindes. Und das geht mir, also das ist wirklich in diesen 2 Tagen, ist mir das ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir das Ganze immer wieder aus der Perspektive des Kindes betrachten und mit Liebe und mit Herz. Ja, ihr einfach euch rüstet, ihm bei diesem großen Abenteuer zur Seite zu stehen. Ja? Ja, der Raum, den wir hier gestalten und kreieren, ist für die Seelen, die kommen. Als ich in die Geburtshilfe kam und diese ersten Neugeborenen an den Händen hatten, und man hält die auch oft so, ja, ihr werdet das sehen und vielleicht du kannst das bestätigen, die haben einen Blick, das ist irgendwie kein Babyblick. Das ist irgendwie ein Blick, der ist unendlich. Alt, weise, ne? Also ich dachte immer, was ist das denn? Ja? So, das ist doch kein Baby, was mich da jetzt anguckt. Ne? So, und das berührt mich auch irgendwo ganz tief in mir. Also das berührt nicht nur mein Herz, das berührt was noch, was hinter dem Herz ist. Dieses ganz Tiefe. Ja, und das ist für mich, dass sich da die Seele zeigt. Ja? Dass ich bei diesen vielen, vielen Geburten, wo ich dabei war, ich einfach auch wirklich so eine Gewissheit eigentlich in mir habe, dass das auch nicht anfängt mit der Zeugung. Ja? Dass das nicht, ich habe teilweise die Schwangeren wirklich von Anfang an der Schwangerschaft gekannt. Und da hat mich manchmal was angeguckt, das war nicht durch diese Schwangerschaft zu erklären. Ja? Also das ist mir einfach ganz wichtig, weil das ist diese Seele, die reist in diese Welt, die kommt in unsere Welt. Ja? Wenn ein Kind geboren wird, sage ich immer, da tut sich so ein Stück eine Tür auf. Und ich durfte als Hebamme sehr oft an der Schwelle sitzen und schauen, wo so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, ich konnte immer so ein bisschen auch über die Schwelle gucken, wo kommen wir eigentlich her? Und ich weiß das natürlich auch nicht, wo wir herkommen. Aber wenn diese Tür aufgeht, was für mich und ich glaube für uns alle spürbar und wahrnehmbar ist, dass da irgendein Licht, irgendein Zauber, irgendwas Besonderes in unsere Welt scheint. Ja? Nicht umsonst wollen alle Neugeborene sehen. Boah, süß. Ja? Und ich glaube, das ist dieser Ursprung, wo wir herkommen und die Seele, das ist, die Seele kommt aus diesem Ursprung. Das ist wie so ein Tropfen vielleicht daraus. So. Und das nehmen wir eben wahr. Und diese Reise von der Seele in die Welt ist ein Stückchen aus dem Himmel fallen. Ja? Und ich meine das überhaupt nicht christlich in diesem kirchlichen Sinne. Also, dass es in aller Regel kälter ist und nicht ganz so geboren, das ist für das Körperchen der große Unterschied. Für die Seele ist es wirklich, ist es, ja, es ist eine Reise vom Himmel zur Erde. Und das ist mir eigentlich so wichtig, dass wir das in unser Herz nehmen, in irgendeiner Weise. Und dass diesen Weltenwechsel, ja, wirklich mit Liebe begleiten. Das ist ein Riesenabenteuer. Ja? Ich weiß nicht genau, welches größer ist, die Reise am Anfang oder die am Ende. Ich vermute fast die am Anfang. Ja? Nicht umsonst weinen fast alle Neugeborenen 3 Monate, mehr oder weniger. Sterbende, wenn sie für sich klar haben, es ist jetzt okay, ich gehe, da habe ich noch nie Tränen gesehen. Also es ist wirklich ein Riesending. So, und das ist Geburt. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich das, die wichtigste Geburtsvorbereitung. Ja? Dass ihr das auf dem Schirm habt. Dass das für das Kind ist aus dem Himmel fallen. Ich habe wunderschöne Hausgeburten gesehen. Ja?
Also wo die Frauen auch wirklich, sagt, das waren keine Schmerzen, es war, sah friedlich aus, also es war für mich als Hebamme der pure Genuss dabei zu sein. Und was machen diese Kinder? Die brüllen 3 Monate. Ja? So, wo ich denke, ey, das lag nicht an der Geburt, ja? Sondern das lag daran, dass der Unterschied so groß ist. Und die sind wirklich in ein Liebesnest gefallen. Und trotzdem ist es die Erde. Dass sie auch nochmal dieses vom Wasser ans Land spürt und sagt, und du bist jetzt wirklich geboren. Ja, also so. Das kann sehr, sehr schön sein. Ich bin jetzt mal ein bisschen drastisch. Wenn man beim Tierarzt ist, ja, sogar beim Kanarienvogel sagen die Leute, es kann nicht schlimm. Ne? Nein, du wirst jetzt nur einmal angeguckt. Ja? Wenn die Entscheidung, einen Kaiserschnitt zu machen, getroffen wird, es sagt keiner, es legt keiner die Hand auf den Bauch und sagt, so Schätzchen, ne? Wir helfen dir jetzt. Ne? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir freuen uns, und bald bist du in unseren Armen. Keiner tut das. Ne? Das Kind ist sehr im Fokus, aber eher über die Herztöne und über, dass es ihm gut geht. Aber nicht, ne, nicht vom Herzen her. Ne? So, und das ist mir einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir da ein bisschen den Fokus verändern. Weil egal wie eure Geburt ist, verbunden seid mit ihm, dann wird es eine gute Geburt und dann wird es ein Fest. Und die Männer, ne, die können genauso nämlich auch dabei sein. Ne, weil es geht ja gar nicht nur um Worte. Ne? Ich meine, ein Kanarienvogel versteht auch nicht, was ihr sagt unbedingt. Ne? Sondern es geht um diese liebevolle und herzoffene Energie, die dann eben, ja, ich sage immer, es ist wie eine goldene Brücke, auf der euer Baby dann ins Leben rutschen kann. Eure Liebe ist wie eine goldene Brücke. So. Oh, wie schön. Wach werden ist echt einer der schönsten Phasen am Tag. Das ist Vertrauen in das Leben, in die Kinder, in die Frauen, in die Männer, in den Körper. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Weil wenn ihr vielleicht ein Gefühl bekommt, ey, ich kann das und ich kann meinem Kind vertrauen und wir sind ein großartiges Team, dann wird es überall gut. Ich bin mir ganz, ganz bewusst darüber, dass es nicht den guten Geburtsort gibt, sondern nur deinen. Und der ist sehr unterschiedlich. Gestern hat sie tatsächlich gelacht. Also so wie sie halt gerade was durchlebt hat, hat sie halt mit der ähnlichen Atmung gelacht. Ich bin hier, du kannst mich sehen. Ich bin hier, du kannst mich hören. Ich bin hier, du kannst mich fühlen. Komm und singe mit mir. Und ich möchte euch wirklich einladen, auch jetzt schon mal in eine andere Art von Kontakt zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, ne, also ich bin da und ich bin einfach mit meiner Präsenz da und manchmal schlafe ich, manchmal bewege ich. Und wenn sie dann so ein Foto, ne, so auf so ein Bildschirm, so ein schwarz-weißes Ding sehen, dann brechen sie alle in Euphorie aus. Oder wenn ich trete, ja, weil ich mich strecke, ja, dann, ach, guck mal, ne? So, also ich fände das komisch für mich, ja. Und wenn jemand meinen Herzschlag abbildet und sagt, super, das ist in Ordnung, dir geht's gut, dann würde ich sagen, ja, also meinem Herzen geht's gut, aber ich bin eigentlich mehr als das, oder? Also ich will das gar nicht irgendwie so sagen, das ist falsch, aber vielleicht könnte es viel mehr sein, ja. Vielleicht könnte man einfach mal die Hand auf den Bauch legen. Ohne Absicht, beweg dich mal. Die bewegen sich dann, die treten dann auch dann, manchmal, wenn der Papa die Hand drauf hat. Manchmal. Ne? So, manchmal werden sie dann ganz still. Ne? So. Und dann sind die Väter enttäuscht. Ne? Aber es ist vielleicht auch so, ach, der ist auch da, wie gut. Ne? So. Also, es ist gar nicht so schwierig, oder? Ne? Es ist einfach nur mal die Perspektive zu wechseln. Ja? Und dann vielleicht wirklich mal in so einen Kontakt zu gehen, ja?
kannst mich fühlen. Ich war schon selber sehr aus dem Gefühl und auch aus dem, was ich von den Kindern immer wahrgenommen habe als Hebamme, war ich sehr zurückhaltend mit Ultraschall, weil das ist meistens die Kontaktaufnahme. Also da, wo uns das Herz ganz aufgeht, wo wir ganz begeistert sind, ja, wo wir, ach ja, stimmt, ne, so, und guck mal, ne, so. Aber die Strahlenschutzkommission hat inzwischen gesagt, nur noch 2 Ultraschall in der Schwangerschaft. Also nicht irgendwelche esoterischen Hebammen, sondern die Strahlenschutzkommission. Und ich finde, das sollten wir einfach auch wirklich ernst nehmen und ne, einfach da zu gucken, ob wir genau diesen Moment, dieses Herz auf und Begeisterung, ob wir da nicht andere Momente für schaffen können. Familie werden hat viel mit Liebe zu tun. Also nicht nur der Moment der Entstehung, sondern auch alles. Ne? Und wir dürfen uns Zeit lassen. Wir müssen nicht von dem Moment der Zeugung in die Liebe fallen. Ja? So, das ist ein Prozess. Und manchmal passiert das während der Schwangerschaft. Und mal ist es ein Tag so und mal ist es ein Tag so. Ne? Die Frauen kennen das vielleicht auch. Manchmal gibt es Tage, wo man sehr in Verbindung ist. Und manchmal gibt es Tage, wo man gar nicht denkt, ach ja stimmt, ich bin schwanger. Ja? Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie sehr diese Seele präsent ist oder nicht. Denn die ist manchmal sehr präsent schon hier. Und manchmal ist die gar nicht präsent, auch wenn die sich bewegt. Ne? So, dann, ich hatte immer, bei mir waren das immer so diese Tage, da bin ich auch mit meinem Bauch echt irgendwo angestoßen, weil ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ja? Weil ich das Gefühl habe, das Kind ist gerade gar nicht präsent und ich... Ja, stimmt, ich bin ja schwanger. Ne? So, also, dass ihr da so mal anfangt, miteinander neugierig zu werden und zu forschen und dann eben vielleicht auch eine neue Art von Verbindung mal auszuprobieren. Und das ist nicht nur für die Geburt schön, sondern auch darüber hinaus, glaube ich. Ne? So, und das, Es ist so verrückt, weil es hat so die Hormone, Liebes- und Bindungshormone, ne, gerade bei der Geburt, die ausgeschüttet werden. Also es ist eigentlich genau, ne, so, dass wir durch das Gestagen, ne, dass alles weich wird. Also nicht nur die Gelenke und wir den Watschelgang kriegen, ne, sondern auch unser Herz weich wird. Ja? Es ist eigentlich doch wunderbar, oder? Ich stelle mir immer vor, wie wäre das denn für die Kinder, wenn wir so wären wie immer, ne, so. Und wir kommen hier an komplett offen. Ne? So, es ist gut, dass wir offener werden, dass wir empfindlicher werden. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen komisch, aber es ist gut. Das ist eine sehr kostbare Zeit. Wir können ja auch entscheiden, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt mal genauso wichtig wie Zähneputzen. Einmal am Tag 5 Minuten nach dem Kind zu gucken. Weil Zähneputzen machen wir auch. Auch wenn wir eigentlich keine Zeit haben. Ne, das ist, ne, oder Essen oder sonst was. Also es ist eine Entscheidung. Ne? Und das mit dem Renovieren, ja, ich weiß. So, ich sehe mich noch heute, dann musste bei uns im kleinen Fachwerkhaus, ich sehe mich mit dickem Bauch, weil in der Schwangerschaft von meinem Sohn, der ist der Ältere, da das Linoleum in den Ecken zu verlegen. Ne? So, und bei meiner Tochter waren wir ein halbes Jahr erst umgezogen. Aber dann hatte ich die Idee, die Zimmer doch nochmal intern zu tauschen. Ne? Also irgendwie ist Ding anscheinend auch nicht ohne. Aber vielleicht auch nochmal zu gucken, wie viel braucht es denn wirklich? Ja? Das Baby braucht Liebe und ein bisschen was um Popo, vielleicht. Kann man auch lassen, man kann auch Windel frei machen. Ein bisschen was anzuziehen. Ja? Das braucht kein Kinderzimmer und. Das braucht es die ersten Jahre nicht. Ja? So. Und wir verbraten diese kostbare, diese zauberhafte Zeit, weil in Schwangerschaft und bei Geburt kommen Himmel und Erde zusammen. Das ist so, so besonders. Ja? Die machen wir für eine Zeit in 2 Jahren, wenn dann das Kind vielleicht mal in seinem Zimmer spielen werden wird. Ja, vielleicht. Ne? Also meine Kinder haben erst in der Schule, im Schulalter damit angefangen, in ihrem Zimmer, die hatten die ja auch, ne? So, aber in ihren Zimmern dann zu spielen. Ja? So.
Also es gibt nicht, ich meine nicht, dass das falsch ist, aber ich möchte euch einfach einladen, trefft eine Entscheidung, ne? Macht es euch bewusst und schaut, was ist uns denn jetzt wichtig. Ne? Und ihr habt das alle irgendwie so ein Stück mit reingebracht. Ihr wisst auch um die Verletzlichkeit. Ne? So. Und dann kann man natürlich sagen, ich lasse keine Liebe zu, ich mache mich zu oder ich nutze die Zeit und gehe in eine Verbindung und räume die Zeit. Ich meine, ich habe das gar nicht vorhin gesagt, ihr wisst es glaube ich alle, ich mache auch Sterbe- und Trauerbegleitung. Ich finde das wunderbar, diese beiden Seiten derselben Tür zu begleiten und mir ist einfach ja, die Kostbarkeit des Augenblickes so bewusst und ich finde diese Augenblicke, die ihr gerade erlebt, ich finde, das mache ich ja immer noch Geburtsvorbereitung, ich finde, das sind mit die kostbarsten im Leben. Ne? Also nicht nur die Geburt, sondern auch jetzt. Und zwar auch als Paar, auch als Familie. Komm in den Kreis, bring dein Licht, bring dein Sein, bring deine Liebe, komm herein, komm herein. Wie fängt Geburt an? Der Impuls kommt vom Kind. Ja? Das Kind sagt, ich bin bereit. Vielleicht sagt es auch, oh, die Sterne stehen richtig. Ne? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. So. Und das finde ich erstmal, ich überlege gerade, ob ich euch das erzähle, doch jetzt hier. Mein Sohn, meine Hebamme hat immer gesagt, ich weiß, wann dein Kind kommt. Also warum? Am 25. März macht die Frau, weil er der hallische Komet am erdnächsten ist. Und dein Kind nimmt das bestimmt mit. Er kam am 25. März. Also für ihn standen die Sterne richtig. 9 Monate nach der Zeugung. Also der Impuls kommt vom Kind. So, und deshalb ist dieser errechnete Termin ist wirklich schwierig. Ja? Das ist echt ein Problem. Weil was ist denn, wir sind jetzt hier 10 Leute, ne, weiß ich nicht, ja. Was ist an unserem Leben gleich? Nix. Ja? Wir haben alle zu unterschiedlichen Zeiten angefangen zu reden, zu sprechen. Alles ist unterschiedlich. Nix ist dasselbe. Ja? Und warum soll dann die Schwangerschaftsdauer genau gleich sein? Ja? Woher weiß ich eigentlich, wann diese Schwangerschaft angefangen hat? Ne? Wenn es nicht eine In-vitro-Fertilisation war. Ne? So, weil es werden nicht alle Schwangerschaften entstehen, nicht alle 14 Tage nach dem ersten Tag der letzten Regel. Nein, das ist auch nicht so. Ja? So. Also es ist irgendwie, es ist so ein Wert, ja, der ist ganz okay, aber dem wird viel zu viel Bedeutung beigemessen, viel zu viel. Ja? Also, wenn es irgendwie möglich ist, gib dem Kind den Raum und die Zeit, diesen Impuls zu geben. Ja? Es ist die Geburt eures Kindes und das hat viel mit dem Kind zu tun, viel mehr noch als mit euch. Also ich muss als Frau mich durchlässig machen, es muss fließen dürfen, es muss geschehen dürfen. Ja? Und dafür muss ich einen guten Platz haben, da muss ich eine gute Betreuung haben, da muss ich mich sicher fühlen, da muss ich mich unterstützt fühlen. Ja? Aber es ist eben, ja, es ist eigentlich, dass das Kind das macht. Der Geburtsbeginn ist vom Kind und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, woran ihr merkt, dass es anfängt. Ja? Das eine ist, was also das Kind sagt, ich bin fertig und gibt einen Impuls und das führt dann bei der Frau zu einer Hormonveränderung. Und ihr kennt Hormonveränderungen. Ihr habt einmal im Monat eine Hormonveränderung, eigentlich, ne? So kurz vor der Periode. Ne? So. Und Geburt ist zwar eine Ausnahmesituation, aber trotzdem seid ihr die ihr sonst auch seid. So. Das heißt, das ist ganz gut zu wissen, weil wenn ihr merkt, ich komme jetzt in sowas wie vor der Periode, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Hormonveränderung bei euch gibt und das Kind sich auf den Weg macht, relativ hoch. Und dann kann man vielleicht eine Einleitung noch 1-2 Tage rausschieben. Ja? Also Hormonveränderungen, das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die einen Putztrieb kriegen, ja, vor ihrer Periode. Das kann sein, dass du dann auch nochmal sehr aktiv bist und plötzlich denkst, das muss jetzt aber auch nochmal die Schränke von hinten und die Fenster und überhaupt. Dem komplett nachzugeben ist nicht so sinnvoll, weil wenn dann wirklich einen Tag später die Geburt losgeht, seid ihr völlig fertig. Und nein, ihr sollt auch nicht die Männer beauftragen dafür.
Ne? So, weil die sollen auch nicht völlig fertig sein. Aber dieses Gefühl, ich muss jetzt nochmal einkaufen gehen und wie kommt das, lassen wir jetzt, jetzt lass uns nochmal irgendwie, jetzt brauchen wir aber nochmal die Sachen, die die Hebamme gesagt hat, die wir für nach der Geburt oder für die Geburt brauchen. Also da irgendwas passiert, sodass dieses Nest jetzt fertig gemacht werden muss. Ja? Was beim ersten Kind mehr ist als beim zweiten, aber beim zweiten tatsächlich auch mal dieses Gefühl nochmal, komm, lass uns nochmal einmal essen gehen, lass uns nochmal einmal ins Kino gehen, lass uns nochmal einmal. Es hört sich ein bisschen so an, als ob das Leben danach vorbei wäre. Ne? Euer gewohntes Leben ist auch erstmal vorbei und es ist ganz schön vielleicht auch nochmal zu sagen, komm, lass uns jetzt nochmal die letzten Tage als Paar zu zweit und mit dem Sechsjährigen ist sowas ja dann auch schon mal wieder möglich. Ne? Lass uns das jetzt nochmal genießen, weil die nächste Zeit ist es seltener oder muss viel organisiert werden, dass es ist. Was aber passiert dann, ihr seid im Kino und die Frau sagt dann, ich muss nach Hause. Und nicht, weil das Kind kommt, weil sie merkt, das ist mir hier zu voll und zu viel und ich will es nicht. Also es ist so sehr, sehr wankelmütig. Ne? Weil das andere ist, dass die Frauen sich auch anfangen, aus der Welt zurückzuziehen. Ja? Dass die plötzlich denken, oh, ja, meine beste Freundin, die wird zwar 35, aber ich, nee, irgendwie, ich glaube, ich gehe da nicht hin. Also ne, so dieses, weil die Frau macht sich eigentlich auch auf den Weg in diese, die geht dem Kind ein Stück entgegen in diese andere Welt. Es gibt sogar eine Blase, die gar nicht springt. Und dann kommt das Kind, also dann trennen sich die Eihäute, ja, und dann kommt das Kind in so einer Wasserblase. Ja. Das ist echt, das ist, also ich habe das ein paar Mal erlebt, zwei, dreimal. Das ist echt, ja, das ist ganz, ich weiß, ich kann kein Wort dafür, es ist ganz besonders. Ne. Deshalb wurden diese Fruchtblasen früher, wurden wirklich dann auch von, also man hat gesagt, das ist ein Glückskind. Und das waren Glückshauben. Und die wurden als Amulett verkauft. Mittelalter nicht mehr. So. Aber das kann man sich ja natürlich vorstellen, wenn das Kind bis zum Ende in dieser Blase ist, dann ist das natürlich überhaupt nicht zerknurzelt, ne? Sondern sieht einfach so viel, viel, viel glücklicher aus. So. Ich finde, das ist, es gibt auch Kinder, da springt die Blase als erstes und es ist nicht besser oder schlechter, aber wenn es eben so geboren werden will, dann sollte man die erstmal nicht aufmachen. Aber da komme ich nachher noch zu. Geburt kann auch mit dem Blasensprung anfangen und Geburt kann mit diesen komischen Wehenwellenkontraktionen anfangen. Auch wenn wir Geburt erlebt haben, ich finde, dass diese Wellen, ich finde sie echt schlecht zu beschreiben. Ja? Sie kommen und gehen. Es hat mehr mit Kraft zu tun, finde ich. Es gibt Geburten, wo die Frauen wirklich, wenn sie es im Nachhinein beschreiben, sagen, also wenn ich es mit jemandem etwas beschreiben muss, dann war es am ehesten wie ein Orgasmus. Das habe ich gehört, bevor ich selber meine Kinder gekriegt habe und hat gedacht, super, das buche ich auch. Ne? Ich bin absolut mit ein paar Stunden. Da nehme ich auch 10 Stunden Geburt, nicht nur 3. Der Kali Gibran hat mal gesagt, Schmerz bedeutet das Brechen der Schale, was euer Verstehen umschließt. Irgendwas, durch irgendwas gehen wir da, glaube ich, durch. Und ich glaube, es ist auch okay. Es ist auch okay, durch diesen Prozess durchzugehen. Und es darf auch mal weh sein. Es sind Wellen. Ich finde, es sind eher Wellen als Wehen. Und ich lade euch ein, vielleicht auch wirklich von Wellen zu sprechen, weil wenn ich von Wehe spreche, reduziere ich es auf den Schmerz. Ja? Also ich finde die Wellen im Atlantik schon auch manchmal ganz schön beeindruckend und wenn man nicht aufpasst, das tut auch manchmal weh, wenn die gegen einen klatscht, ja, so, und wenn sie einen runterzieht, ist es auch beängstigend und trotzdem sind es Wellen, auf denen wir uns tragen können. Und
Und dieses Bild möchte ich euch einfach jetzt schon eben vielleicht auch ans Herz legen und vielleicht sogar auch in die Sprache legen, weil ich finde Sprache auch mächtig und ja, dass es eher Wellen sind als Wehen. Kontraktionen, ja, ich habe immer das Gefühl, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann nehmen wir die lateinischen Begrifflichkeiten. Ne, so. Alle die, die gerne in ein stürmisches Meer gehen, die wissen, dass wenn eine Welle kommt und ich sage, oh Gott, ist die groß, die Wahrscheinlichkeit, dass die mich zerbröselt, ist relativ hoch. Ja. Wenn ich aber sage, hey, guck mal, da kommt eine riesige, super, ne, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich von der tragen lasse, ist deutlich höher. Und es geht darum, dass wir uns davon tragen lassen, weil am Ende davon ist das Kind, das wartet. Und das ist das andere, was ich euch am Anfang der Geburt ans Herz lege. Macht das ruhig erstmal zu Ende, was ihr gerade macht. Und versucht dann wirklich ja, wieder zum Kind zu gehen. Ja? Weil auch wenn für euch diese Wellen noch gut zu ertragen sind, für das Kind ist das der Anfang einer großen Reise. Und die meisten von uns sind am Anfang von der Reise aufgeregter, als wenn wir mittendrin sind, oder? Oh, jetzt geht's los. Mhm. Habe ich alles? Und da wirklich sich Zeit zu nehmen, auch ja, in Kontakt zu gehen und zu sagen, hey, wie schön, ne? Und wir schaffen das und wir sind ein Team. Das sind Gedanken, Worte, Gefühle. Ne? Ich sage auch immer, ihr müsst nicht um nachts um drei, wenn ihr die ersten Bewegungen, ihr müsst nicht den Mann wecken. Ja? Weil was soll er denn machen? Schatz, es geht los. Ja, und? Ne? So. Vielleicht ist es schön, auch nochmal sich ein Stündchen Zeit zu nehmen und diese ganz besondere Zeit, die zwischen dir und dem Kind war, weil das ist schon sehr inniglich, ne, wenn die in unserem Bauch sind, die wirklich mit Liebe und Dankbarkeit zu Ende gehen zu lassen. Ja? Wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr wollt, dass der Partner wach ist, natürlich weckt ihr den. Ja? So. Aber beim ersten Kind dauert es eher 20 Stunden als zwei. Und das ist gar nicht schlimm. Ne? So. Ich hatte beim ersten Kind eine Geburt, die 23 Stunden gedauert hat und beim zweiten eine, die 3 Stunden gedauert hat. Und hätte ich ein drittes Kind gekriegt, ja, dann hätte ich zwischen beiden wählen müssen, ja, müssen, ich hätte wahrscheinlich die erste Variante genommen. Weil ich für eine 3-Stunden Geburt, da sagen alle, oh, das ist doch super. Das ist die gleiche Arbeit, sehr komprimiert. Ja. Und das ist eine Welle nach der anderen. Und diese Möglichkeit, mal in der Pause zu sagen, das und das brauche ich, oder in Verbindung zu gehen, die hat äußerste, also die war gegen Null und das hat äußerste Konzentration. Ich war danach nicht zu erschöpft, das stimmt. Aber ich fand die 23-Stunden-Geburt nicht schlimmer als die 3-Stunden-Geburt. Ja. Also, die Geburt hat in irgendeiner Weise begonnen und wir haben jetzt in irgendeiner Weise Wellen. Ja, in irgendeinem Rhythmus diese Wellen da. Ich glaube, dass wir das auch wirklich oft vergessen und damit meine ich auch an der Stelle wirklich wir Geburtshelfer, dass die Kinder diese Geburt machen. Also, diese Geburten passen zu diesen Kindern in aller Regel. Ich habe mal eine Frau begleitet, die hat Zwillinge gekriegt. Und die hatte, das erste Kind ist gekommen und das waren kräftige Wehen und die kamen relativ schnell. Und das war halt so ein Setting, dass das möglich war, das war auch wirklich ziemlich gut. Und dann war nichts. Nix. Und dann hat sie immer das zweite Kind gesagt, sag mal, willst du dich nicht auch mal hier langsam auf den Weg machen und wir warten auf dich. Und die waren ziemlich klein, Kinder, die waren auch ein bisschen zu früh und dann hatten wir das eine im Wärmebettchen gepackt, da war tatsächlich die Kinderklinik Herdecke, da war ein Kinderarzt nach Hause gekommen, weil wir nicht mehr verlegen konnten und hat da mit aller Gemütsruhe mit uns da gesessen und gewartet, ne? Und hat das Kindchen ins Wärmebett gepackt und dann sagte die Mutter, gib mir mal die Kleine, ich glaube,
die muss diesem Kind jetzt sagen, dass es sich auf den Weg macht. Und dann hat sie ihr Mädchen, das geboren war, auf den Bauch gelegt. Und dann fing Bewegung und fing der Kleine an, sich einzustellen. Und dann kamen Wellen. Und sie sagte, es war eine komplett andere Geburt. Komplett andere Qualität an Wellen. Ne? Ganz anders. Da ist auch ganz viel, wirklich ist die Geburt. Es ist die Geburt des Kindes und nicht deine Geburt. So, und das finde ich ist so, das kann dann so unterstützen, auch in so eine Gelassenheit zu kommen und in so eine Annahme, so wie es auch immer dann ist. Ja? Was ich einfach noch wichtig finde bei diesen Wellen, also eigentlich ist diese Zeit ja dafür da, dass ihr euch einpendelt auf dieses Geschehen, dass ihr euch einlasst, dass ihr in ein Teamwork mit dem Kind kommt und dass ihr in so eine innere Verbindung auch zu dem Kind kommt. Und dieses Bild, ich lasse mich von jeder Welle tragen, das kann schon sehr hilfreich sein. Und dann aber auch das Kind wird von jeder Welle getragen. Und so, als würden diese Wellen euch zusammentragen. Ja? Ich hatte das bei beiden Geburten, so dieses Gefühl, okay, es kommt so eine Welle. Ja? Und ich hatte wirklich auch kräftige Wellen und auch nicht so viele, also nicht so lange Pausen dazwischen. Für mich war das schon eine Konzentrationsfrage. Habe ich mir dann immer vorgestellt, wie ist das denn für das Baby? Ja? Ne? Das wird zusammengedrückt und runter, also das ist auf der körperlichen Ebene. Ne? Ich kann irgendwie noch die Nase oben drüber halten. Ne? Ich kann atmen, wie ich mir das denke. Ich kann irgendwie, ne? Ich werde massiert und sowas. Ne? Und dieses Kind, das ist dann, also wenn das wie so ein Sturm ist, was Welle ist, das ist so mitten in diesem Sturm. Ne? Und das einfach im Herzen haben. Also das ist, ich meine, wir können geboren werden. Also das ist, ne? So ist ja der Plan. Ne? So. Also es braucht jetzt nicht Mitleid, oh Gott, du armes Schätzelein oder so. Aber zu sagen, wow, ne, so, das ist wirklich was, das ist echt eine Reise. Und eben sagen, ich bin da, ich bin da. Und da finde ich, kommt eben auch, wenn die Frau eben so damit beschäftigt ist, die Nase über diese Wellen zu haben und dass die nicht jedes Mal drüber schlucken und du Angst kriegst und mutlos wirst, dann kann das total schön sein, dass der Mann dann in Verbindung geht, in diese Herzverbindung, vielleicht die Hand auf den Bauch legt und dem Baby sagt, hey, wir schaffen das, ne, ich bin auch noch da. Ich habe zwar keine Wellen, aber ich weiß jetzt, wie es dir geht. Ich bin da. Ihr müsst das nicht, diese Worte nehmen. Das geht die innere Haltung, die ich damit meine. Ihr könnt natürlich auch sprechen. Wie gesagt, Meerschweinchen sprechen wir auch beim Tierarzt, aber es geht mehr um die innere Haltung. Es geht mehr um die innere Haltung. Ja? So, und dann erst recht, wenn eben die Frau, wenn die Wellen so kräftig sind, dass sie vielleicht doch tatsächlich eine PDA braucht. So, da finde ich, das ist halt oft in dieser Phase, wenn es dann nötig ist, ist es in dieser Phase nötig. Und da ist es einfach dann, finde ich, ganz gut, wenn dann die Frau vielleicht schläft, aber dass der Mann dann dabei bleibt. Ja. Ihr versteht, was ich, also es ist echt so ein Appell an Verbindung, an Herzensverbindung, an, ne, an Präsenz. Ja. Geburt hat was mit Hingabe und Kraft, Aktivität zu tun. Und ich habe immer wieder Frauen, auch nach Geburten, die für sie schwierig waren bei mir. Und ganz oft ist es so, dass eins gefehlt hat. Wenn eine Frau sich nur hingibt und nur hinlegt und sagt, ich lass geschehen, dann fehlt was. Ja? Wenn aber eine Frau sagt, okay, ich bin eine planvolle Frau, ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe das und das und das Programm gemacht, ich habe den Geburtsvorbereitungskurs bei Basilissa gemacht, ich kann das jetzt und ich mache jetzt Geburt. Das funktioniert nicht. Ja. So, meine Hebamme hat dann irgendwann nach wirklich vielen Stunden, auch Pressphase, hat sie dann irgendwie gesagt, weißt du was, jetzt leg dich mal hin. Ja. Dann habe ich mich hingelegt und dann kam mein Sohn. Ja. Also Hingabe und Kraft. Ja. Und der erste Teil, wenn es anfängt, ist eher Hingabe, eher loslassen, eher geschehen lassen. Und dann im zweiten Teil, also so, der geht dann eben so bis... Ja, bis zu der sogenannten Übergangsphase. Ne? Der geht schon bis, also über die Latenzphase hinaus, bis so 8 cm Muttermund, wenn untersucht wird. Das ist eher so in die Kraft gehen, in Bewegung kommen. Vielleicht verschiedene Positionen ausprobieren, aufstehen. Ne?
Also wirklich sagen, komm, ich gehe dir entgegen. Ja? So, das ist dann dieser Teil. Ja? Und dann kommt in der Übergangsphase wieder das Geschehen lassen, die Hingabe. Und in der letzten, in dem letzten, in der Pressphase wieder, ich gehe in meine Kraft, wir machen das jetzt. Ja? Ja. Und das ist, ich finde das auch so schön. Ne? Also ich habe wirklich so das Gefühl, dass dieses Geburtszeit wirklich so eine Zeit ist, wo Yin-Yang zusammenkommt, wo Himmel und Erde zukommen, wo weibliche und männliche Qualität, wo alles da ist, alles zusammen ist, alles auf einem Punkt ist. Eröffnung meint wirklich nicht nur Muttermund, sondern auch Öffnung des Herzens. Da ist es dann gut, auch an dem Ort zu landen, wo man sein will und auch mit den Menschen zusammen zu sein, die dabei sein sollen. Ich habe ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass wir gebären können. Ja? Ich habe ein ja, dass die Kinder auch wissen, wie sie sich da vielleicht auch durch unsere Barrieren durchmögeln können. Und trotzdem ist es mir ganz wichtig, es gibt keine guten und schlechten Geburten. Es gibt kein Gewinnen oder Verlieren. Es gibt kein Versagen. Sondern jede Geburt ist ein Fest. Ja, jede Geburt ist das Geburtstagsfest von eurem Kind. Und wir wissen nicht. Wir wissen nicht, warum es manchmal anders geht, als wir uns das gewünscht oder vorgestellt haben. Und es gibt auch kein Rezept, was uns sicher vermittelt, wenn du das machst, ja, dann ist alles gut. Ich habe in den 30 Jahren, in den 34 Jahren schon viel zu viele verschiedene Rezepte erlebt, als dass ich sagen würde, das jetzige ist dann eins, was wirklich funktioniert. Nein, Geburt ist einfach was, was uns auch als Frau im Tiefsten berührt. Ja? Und wir wissen nicht, was da vielleicht, was der Hingabe im Wege steht an Erfahrungen, die wir gemacht haben, was uns im Wege steht, in die Kraft zu gehen. Ja? Welche Glaubenssätze, welche Erfahrungen, wir wissen das nicht unbedingt. So. Und die Kinder haben sich auch uns als Mutter ausgesucht, mit unseren Beschränkungen und mit unseren Begrenzungen. Und vielleicht ist das das, was wie ihr Leben beginnt, mit dem Kaiserschnitt oder mit einer Geburt, die nicht zu Hause stattfindet oder mit einer, die dann doch eine PDA braucht. Ja? So, und wir sind hier, um zu lernen und unsere Kinder auch. Und wir lernen aus Dingen, die nicht so laufen, wie wir uns vorstellen, aus Schmerz, eher aus den anstrengenderen, heftigen Erfahrungen. Und unsere Kinder vielleicht auch. Und damit will ich es nicht sagen, ist doch egal, ob es ein Kaiserschnitt ist doch egal, ob es eine PDA ist. Das meine ich gar nicht damit. Aber so, ich möchte in euch so eine Bereitschaft annehmen, sich in diesen Stunden vom Fluss des Lebens tragen zu lassen, ne? Und kein Urteil zu haben. Es ist so eine Zeit, wo wir keine Pläne machen können, wo wir eigentlich keine Vorstellungen haben. Und trotzdem lade ich euch ein, schaut, was euer Weg ist, was ihr braucht für die Geburt. Das ist so ein Widerspruch. Ne? Und da finde ich, passt dieses Bild von Fest ganz gut. Wir können Fest super vorbereiten. Wir können uns vorstellen, ach, das hätte ich gerne und das wäre schön und das wäre schön. Aber wie es dann wird letztendlich, dass da hängen so, sind so viele Sachen relevant. Es fängt beim Wetter an und hört auch auf, ob die Leute das Essen schmeckt und ob die Leute gute Laune haben und sich miteinander in Verbindung gehen. Ja? Und das haben wir an der Stelle nicht mehr in der Hand. Ja? Und wie auch immer euer Kind geboren wird, es ist das Geburtstagsfest des Kindes. Und das finde ich ist eigentlich so ein Gedanken, der einfach ganz schön ist und ganz friedlich auch macht. Ne? Und trotzdem dürft ihr traurig sein, wenn es anders ist, als ihr euch das vorgestellt habt. Beides gleichzeitig. Ne? So, weil das ist das andere, wenn es dann anders läuft, als man sich vorgestellt hat. Und für manche ist schon eine PDA echt so ein Gefühl von Versagen. Ja? So, oder eben dann der Kaiserschnitt, oder.
dann reagieren die um euch rum meistens, ja, aber Kind ist doch gesund, ist doch alles gut. Ne? So, und du merkst, nee, es ist, ja, das Kind ist gesund und das ist richtig gut. Aber ich habe einen Schmerz und ich will was betrauern. Und das darf auch sein. Ja? So, und wenn du aber eben auch da sagst, okay, aber trotzdem ist es dein Geburtstagsfest. Ne? Und ich ehre es und ich achte das. Ist es vielleicht auch eine Hilfe, dass du deinen Schmerz und deine, ja, dass das anders ist, als du dir dachtest, tragen kannst. Übergangsphase. Übergangsphase ist die wichtigste Phase bei der Geburt, finde ich. Es ist wirklich der Moment, wo die Welten aufeinander kommen. Ich habe in meiner Ausbildung nichts davon gelernt. Das war immer, der Muttermund ist auf und dann wurde der Kreißsaal voll und dann wurde die Frau angefeuert und feste, feste, feste und wir zum Klo noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und dann kam Ende das Kind. Die alten Hebammen haben gesagt, erst sagen die Frauen, sie wollen nicht mehr, dann sagen sie, sie können nicht mehr. Dann sagen sie, sie sterben. Und dann kommt das Kind. Und wir wussten um diese Grenze. Nicht, dass die Frauen gestorben sind, aber wir begegnen dieser Grenze. Ja? Wir begegnen diesem Übergang. Und ich habe das Gefühl, oder meine Idee dazu ist es, hier ist das Kind und hier ist die Frau. Und die Wellen, die bringen die beiden zusammen, aber genau an dieser Stelle geht die Frau ein Stück in diese andere Welt, wo das Kind ist. Die ist nicht mehr ganz in dieser Welt. Ja, die verlässt irgendwie die Alltagswelt. Das ist vorher schon deutlich spürbar in diesem Rückzug, in diesem, ich ziehe mich aus der Welt zurück. Also während der Geburtsbegleitung am Anfang rufen die Frauen die Hebammen selber an, dann ruft der Mann an. Aber wenn dann die Hebamme kommt, dann kann man mit der Frau noch sprechen. Irgendwann kann man während der Wellen nicht mehr mit ihr sprechen, aber der Mann und die Hebamme dürfen noch sprechen. Irgendwann müssen alle still sein während der Welt, aber in der Pause darf noch gesprochen werden. Und irgendwann ist es einfach wichtig, dass die Konzentration da ist und dass es ganz still ist. Ne? So. Also Hebammen, die dann noch von ihrem letzten Urlaub erzählen, da finden die Frauen immer, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ja? Also es braucht wirklich dieser Fokus und diese sich ziemlich zurück. Ich habe das oft so gemacht, wenn die Frau mich noch selber angerufen hat, dann habe ich gesagt, ich wusste, ich muss noch nicht fahren. Ja? Dann konnte ich eben sagen, ja, ist doch überhaupt noch, geh mal in die Wanne oder so. Ne? Wenn der Mann angerufen hat, habe ich dann gesagt, gib mir da mal deine Frau. Und gesagt, nee, die will nicht mehr telefonieren. Dann habe ich immer gesagt, okay, ich komme. Nicht, dass das Kind ungefähr eine Stunde da. Aber dann war klar, die war nicht mehr in dieser, ich kommuniziere, ich erkläre dir, ich sage dir, was ich will, sondern die war so ganz in sich zurück. Die Übergangsphase ist der Moment, wo wir in diese Welt gehen, ja, wo wir das Gefühl haben, wir sterben. Und wenn ich in irgendwas gehe, was ich überhaupt nicht kenne, wenn ich weiß, ich muss jetzt dorthin und dadurch, aber ich kenne das nicht, die wenigsten von uns sagen, yippie, okay, ich gehe los, sondern, okay, ich muss dahin, oh, ich will aber nicht. Oh, ich muss da durch, oh nee, ich will aber nicht. Kann man hier mal das Fenster aufmachen? Ich muss da doch durch, okay, oh nee. Also es ist immer dieses ein Schrittchen wieder zurück, noch ein Schrittchen. Und ich bleibe davor und schimpf und zitter und sage, was ein Kack, ich will das gar nicht, ich habe Angst. Ja? So. Und in dieser Übergangsphase, also erstmal ist es wichtig, dass ihr darum wisst, dass die dazugehört. Die Frauen manchmal spucken die, erbrechen sie sich. Da habe ich das Gefühl, da hilft der Körper, der sagt, okay, die macht da ihr Getöse, aber der Körper schiebt das Kindchen noch ein Stückchen tiefer, dass es dann wirklich auf Beckenboden ist und dann zur Pressphase kommt. Die Frauen schimpfen wirklich oft, meistens mit dem Mann. Weil wenn wir Stress haben, sind die Nächsten das Ventil. Also ein, zwei Mal war ich als Hebamme da, Ventil, das fand ich eine dumpfe Idee. So. Das sind meistens die Männer, die dann da wirklich die können bis dahin super massiert haben, super geatmet haben, alles richtig gemacht haben und dann plötzlich, weißt du hast massiert und massiert und dann sagt die Frau, hör auf,
Und dann sagt sie, oh, mein Rücken. Und dann legt die Frau, die Hebamme, die Hand drauf und sagt sie, endlich. Ja? Und du musst Fenster auf und Fenster zu und du, was zu trinken und doch nicht. Also, ne, es ist einfach dieses, boah, ich weiß nicht, wohin mit dir und ich hau mal gegen dich. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar, die Würde des Mannes auch. Ja? Also bis zu einem gewissen Grad, nicht darüber hinaus. Ne? So, aber das ist ganz gut, dass man darum weiß. Vom innerlichen Geschehen ist es, finde ich, einfach, oder von der innerlichen Haltung, ist es wichtig zu wissen, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich in diese andere Welt gehe, wo ich wirklich das Kind abhole. Es ist der Moment, wo ein Ende absehbar ist, ja? Wo ich wirklich jetzt da nochmal einmal loslassen, mich hineinsinken und dann kann ich in was Kraftvolles wieder gehen. Und ich als Hebamme habe immer das Gefühl, das ist der Moment, wo ich wirklich gebraucht werde. Ja? Ich stehe mit einem Bein in dieser Welt und mit der anderen in der anderen und sage der Frau, komm hier, du kannst gehen. Geh zu deinem Baby, ich beschütze dich, es passiert dir nichts. Du schaffst das, geh mal ruhig weiter. Mache ich übrigens in der Sterbebegleitung tatsächlich genauso mit den gleichen Worten. So. Und im Wochenbett ist meine Hauptaufgabe dafür zu sorgen, das Kind und Mutter im Hier und Jetzt wieder landen. Und wenn es keine endokrine Wochenbettdepression ist, also die durch den Körper ist, ist zum Beispiel eine Wochenbettdepression, habe ich das Gefühl, dass die Frau sich irgendwo verlaufen hat. Ja? Oder wenn die Kinder nicht gedeihen, dass die auch nicht so richtig hier wieder. Und dann muss ich dafür sorgen, zu sagen, so, hier, jetzt. Ne? Also jetzt kommst du mal zurück. Und wenn die Frau mir selber die Tür aufmacht und vielleicht was anderes als ein Schlafsack anhat und schon wieder gewaschen ist, so weiß ich, okay, die ist dabei. Und wenn das Kind gut trinkt und vielleicht auch gut kackt, dann weiß ich, okay, wir sind in diesem Leben, wo es um Essen und Alltag geht, gelandet. Ja? Oder dabei zu landen. Ja, die Übergangsphase. Es ist die Zeit, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Ganz konkret hilft es in dieser Situation, sich an das anzubinden, was größer ist. Ganz konkret in deiner Art und Weise. Ja. Ich lasse mich jetzt sinken und ich vertraue darauf, dass es da irgendwas gibt, was mich trägt. Ich lasse mich jetzt wirklich fallen und es gibt was, was mich da trägt. Ja. Und wie das heißt, das ist in unseren Zeiten komplett individuell. Ob es das Leben ist, ob es das Vertrauen in das Kind, ob es die Liebe ist, ob es das Göttliche ist, ob es dein Schutzengel ist, gibt es wahrscheinlich noch 27.000 andere Möglichkeiten. Das ist nicht wichtig, aber ich habe das immer wieder erlebt, dass wenn wir in dem Moment uns dafür öffnen, dass dann wirklich auch eine Veränderung entsteht, dass was passiert, dass dann eben, ja, wenn ich mich dem Fluss anvertraue, mit vielleicht auch nur mit der Idee, dass ich getragen bin, kann ich mich anders anvertrauen und werde anders getragen und das fließt weiter. Du bist an die Grenze des Lebens gegangen und darüber hinaus aus Liebe. Was soll dir denn noch passieren? Du kannst alles schaffen, was du schaffen willst. Ne? Und dieses, ne, weil das wird ja oft, du machst das nicht richtig. Und manchmal werden die Frauen viel zu früh dazu angeleitet. Und es geht eigentlich so, dass das wirklich aus dir herauskommt. Und es gibt Frauen, die das total kraftvoll mitmachen. Die sagen, oh, ja, yippie. Also ich sage, dass dieses, oh, wird dann zum Löwe den Gebrüll. Du hast echt eine Löwebrüll. Und die macht total kraftvoll mit. Und es gibt Frauen, die lassen es nur durch sich durchfließen. Und gebären so. Und das eine ist nicht besser als das andere. Ja? Und das eine ist nicht richtiger als das andere.
Ja? Und das ist mir einfach wichtig. Ja? So, da auch ein Stück wirklich der Weisheit deines Körpers darfst du vertrauen. Und wenn du weißt, ich weiß auch nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das viel zu früh ist, ja? Einfach sehr hoch, weil dein Körper weiß. Der weiß. Ja? Der kann das. Das ist leichter, wenn du mitdrückst. Ja? So. Und die meisten Frauen, dann, weil die meisten tun das, wenn das eben, wenn das Baby auf Beckenboden ist. Ja? Jetzt weißt du nicht, weiter schlafen oder mal gucken. Wer spricht denn da? Es sind so innige und so heilige Momente, die wir beschützen müssen. Hier einen Segen mitgeben? Ja, gerne. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gesegnet seien deine Füße, dass sie Schritt für Schritt einen Seelenweg finden in diesem Leben. Gesegnet seien deine Füße. Durchs Leben gehen kannst. Da, wo es auch mal eine Last zu tragen gilt, dass er das trägt. Gesegnet sei dein Rücken. Gesegnet sei deine Händchen, mit denen du das Leben gestalten kannst. Gesegnet sei dein Herz, dass es sich öffnen kann und schließen, so wie du es brauchst, und immer mehr Tor sein kann für deine Seele. Gesegnet sei dein Kopf, dass er dich unterstützt, segnen können wir alle, da braucht kein Pfarrer. Du bist hier, ich kann dich sehen. Gleich gibt's wieder Milch. Ich kann dich hören. Du bist hier, ich kann dich fühlen.